Nun sitze ich hier mit meinen beiden Interviewpartnerinnen, der Jasmin und die Rojin. Beide sind Kurdinnen und haben einiges über die momentane Situation im syrischen Grenzgebiet zu der Türkei zu sagen. Wir haben Familie dort und können uns ihre Einblicke liefern. Das wird sehr, sehr interessant. Ich freue mich, dass Sie beide heute hier sind und die Zeit dafür gefunden haben. Jasmin, sag mir doch erstmal, wie hast du überhaupt von dieser Offensive von Erdogan erfahren? Ganz normaler Tag. Ich war im Wohnzimmer am Sitzen mit meiner Familie und meine Mutter kommt dann rein. Die war sehr aufgebracht und hat dann gesagt, dass unser Dorf angegriffen wird. Und dann meinte sie, wir sollen die Nachrichten einschalten. Und dann wurde auch davon in den deutschen Nachrichten berichtet. Und ja. Du sprichst gerade von eurem Dorf. Habt ihr selbst Familie da unten? Könnt ihr uns das nochmal genauer erläutern? Rojin, würdest du das uns mal erklären? Also wir haben persönlich da Verwandten, unsere Oma und unsere Eltern wurden da auch aufgewachsen. Ja, und ist das für die dann auch sehr schlimm? Habt ihr mit denen telefoniert beispielsweise? Ja klar, wir haben mit denen telefoniert und man muss wissen, dass es nicht nur in diesem Dorf, dass die nicht nur in diesem Dorf tyrannisiert werden, sondern auch in der Großstadt Istanbul, obwohl Istanbul so modern ist, dass sowas gar nicht passieren darf. Also man hat keine Freiheitsrechte, man hat gar keine Rechte, keine Meinungsfreiheit. Man kann nicht mal auf der eigenen Sprache kommunizieren, auf Kurdisch, dann wird man schon geschlagen. Und es gibt sogar Extremfälle, in denen man ermordet wird dafür. Es passieren sehr, sehr viele schlimme Sachen. Und wo du gerade die Meinungsfreiheit ansprichst, als kleiner Fact noch für euch nebenbei, es wurden zwei redaktionsführende Journalisten verhaftet in der Türkei, die sich kritisch zu der Offensive von Erdogan geäußert haben. Nochmal, damit ihr nochmal wisst, wie das in Sachen Pressefreiheit in der Türkei so abgeht. Also so Sachen, worauf das Grundgesetz in Deutschland aufgebaut ist, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, die was weiß ich, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist und zum Beispiel das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, sowas kennen die da gar nicht. Also davon könnte man in diesen Gebieten nur träumen. Und im Kurdengebiet ist das auch so. Ich habe bei meinen Recherchen gelesen, in dem Gebiet, das momentan angegriffen wird, um eine Sicherheitszone dort zu errichten, dort soll es eigentlich besser gestellt sein, denn dort gibt es mittlerweile Sachen wie Kommunalwahlen oder die Gleichberechtigung der Frau. Das habe ich euch im Vorhinein ja schon erzählt. Sieht es im Kurdengebiet dort besser aus von den Rechten? Da sieht es nicht besser aus, weil sonst wären wir ja nicht angegriffen. Und an dem Tag, wo es mir auch erzählt wurde, also ich habe es von Verwandten erzählt bekommen, an dem Tag war ich in der Türkei, in Izmir, und ich war auch geschockt. Ich konnte da nicht mal Medien angucken, weil wir auch keinen Fernseher hatten, also im Hotelzimmer. Und ich war richtig geschockt. Die Situation der Kurden ist momentan sehr, sehr schlecht. Sie werden nicht nur von Erdogans Armee verfolgt und ermordet, sie werden auch diskriminiert. Rojin hat da eine Situation erlebt, von der sie uns jetzt berichten wird. Also, als ich am Flughafen zurück nach Deutschland fliegen wollte mit meinen Geschwistern, war da eine Flugbegleiterin und die hat uns gefragt, ob wir Kurden sind. Sie selber war auch Kurdin und hat es ganz leise gesagt. Also sie hat auch gesagt, ich bin auch Kurdin, aber sie hatte halt Angst, es laut zu sagen und auch mit uns Kurdisch zu reden, weil sie Angst vor den anderen Leuten hatte, dass irgendwas passiert. Deswegen kann sie auch kein Kurdisch. Es ist verdammt. Und so wird auch die Unterdrückung der Kurden, des kurdischen Volkes wieder deutlich. Es ist verdammt traurig. Eure Meinung und Reaktion darauf bitte sehr gerne in die Kommentare. Und nochmal, um auf die Offensive zurückzukommen. Die wurde ja gewissermaßen durch Donald Trump bewirkt. Denn er hat am Sonntag publik gemacht, dass er die US-amerikanischen Truppen abziehen wird. Die hatten ja bisher in einem Bündnis mit den Kurden gestanden, um gegen den IS vorzugehen. Aber da jetzt die US-amerikanischen Truppen weg sind, ist der Weg für Erdogan frei geworden. Er konnte damit angreifen. Also ist Donald Trump der Hauptschuldige daran? Ja, also der Hauptschuldige, würde ich sagen, ist eigentlich Erdogan. Also so gesehen Erdogan, weil er greift ja mit seiner Armee. Also wie soll ich das sagen? Er ist der Indikator vielleicht, der Auslöser für das. Indikator haben wir in Biologie. Ja, also meiner Meinung nach ist diese ganzen Friedensoperationen nur ein Vorwand, um die Kurden zu beseitigen, endgültig zu beseitigen, weil er will die Autonomie der Kurden unterbinden und die Unterdrückung vorantreiben. Und die
Die Jeppeger-Kämpfer kämpfen ja lediglich für das, was ihnen zusteht, für das Land, für die Autonomie. Und die wollen sich ja lediglich einen eigenen Staat aufbauen. Und da der türkische Staat das nicht toleriert, kämpft die Jeppeger dagegen an und wehrt sich dagegen. Und deswegen werden sie auch als Terroristen bezeichnet, was ich nicht verstehe. Es ist eine verdammt traurige Geschichte, bei dem man wirklich den Glauben an die Menschheit verlieren mag. Außerdem droht er der EU mit der Grenzöffnung, womit er die Flüchtlingspolitik als Druckmittel nutzt. Und das ist einfach nur ein Armutszeugnis, meiner Meinung nach. Sobald immer mehr Leute und Politiker aus der EU sagen, sie wollen, dass Erdogan den Angriff unterbindet, ja, dann will er ihnen mehr Flüchtlinge schicken. Ich stimme dir vollkommen zu. Das ist ein Armutszeugnis. Wollt ihr noch was dazu sagen? Gerne. Hier spielt gar keine Rolle, aus welchem Land ein Mensch kommt, sondern hier spielt die Rolle, wer stirbt. Da sterben kleine Kinder, weil wir Kurden sind. Das ist reiner Rassenhass. Und man hat auf der Welt gesehen, was aus Rassenhass entstehen kann. Ich erinnere nur mal an den Zweiten Weltkrieg. Das lief nicht so gut mit dem Rassenhass. Und ich kann nur unterschreiben, was du gesagt hast. Wir sind alle Menschen, scheißegal, ob wir Türken, Kurden, Araber, Deutsche, Franzosen sind. Wir haben alle das gleiche Blut und wir stammen alle aus Afrika. Unsere Vorfahren kommen aus Afrika. Wir sind alle gleich und es ist ein Armutszeugnis, dass weiterhin so gegen Minderheiten vorangetrieben wird und gehetzt wird. Gibt es noch was, was ihr sagen wollt? Und vielleicht können wir, unsere Zuschauer, noch was dagegen tun? Gibt es eine Petition, die wir unterschreiben können beispielsweise, oder gibt es bestimmte Aktionen, Demonstrationen? Habt ihr da irgendwas in Erfahrung gebracht? Ja, also sowas gibt es tatsächlich. Das ist auch in meiner Story vorzufinden. In meiner Instagram-Story. Kannst du vielleicht einblenden? Natürlich, mit dem großen Hier. Vergnügen. Hier. Überall mal was. Warte. Und dadurch wird auch hervorgehoben, dass es ist ja klar, dass wenn Unrecht zu Recht wird, dann dass der Widerstand zur Pflicht wird. Das ist ein wichtiger Satz. Und was können wir dann tun? Also wir müssen wirklich Widerstand leisten, wir müssen ein Zeichen setzen, weil sowas ist nicht kann man nicht tolerieren, das darf man nicht tolerieren in dieser Welt. Wir leben im 21. Jahrhundert, sowas darf einfach nicht mehr passieren. Und deshalb ist dieses Video vielleicht auch ein gutes Mittel damit, dass ihr euch auch mal über die Situation ein bisschen bewusst wird. Ich denke, jeder hat es schon mal in den Nachrichten in den letzten Tagen mitbekommen. Aber jetzt habt ihr einen Einblick von den beiden bekommen. Natürlich nur einen guten Einblick. Und Jasmin, was willst du noch sagen? Also man muss kein Kurde sein, um das zu verstehen. Man muss auch keinen hohen Bildungsgrad haben, um das nachvollziehen zu können. Man muss einfach nur ein Mensch sein, um sowas zu verstehen. Wenn man diese Bilder sieht, dann kann man auch wirklich nur mit den Kurden mitfühlen. Und allein schon aus dem Zweiten Weltkrieg, also aus der Geschichte sollte man wirklich lernen und aus dem Zweiten Weltkrieg sollte man sich gewisse Lektionen entnommen haben, aber das ist hier bei der Politik nicht der Fall. Und ich finde, dass die Soldaten, die türkische Armee, die Marionetten von Erdogan sind, weil die werden manipuliert und die werden, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie das aus freien Stücken machen, weil jede Kugel, die einen trifft, trifft nicht nur ihn, sondern auch die komplette Familie und es zerstört auch die Mutter, wenn ihr Sohn stirbt im Krieg. Wir wissen nicht, ob jeder Soldat genau diese Ideologie von Erdogan verfolgt. Wie denkst du nochmal drüber? Du hast auch noch was zu sagen. Erdogan-Terrorist. Ein ganz knappes und einfaches Statement. Und statt Stabilität und Sicherheit bringt diese Friedenssicherung, die vermeintliche Friedenssicherung, nur eine weitere Eskalation und eine humanitäre Katastrophe. Und wenn wir als Menschen, die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, bevor der Krieg uns ein Ende setzt. Und ich glaube, das will keiner, ist ja klar. Und ja. Da kann man sich an den Spruch von Mr. Miyagi erinnern in Karate Kid The Next Generation. Kämpfen sei nie gut, es kommen immer jemand zu Schaden, es tun sich immer jemand weh. Da sieht man, der Mr. Miyagi hatte recht und du auf jeden Fall auch. Und eine Sache, die momentan auch im Internet rumkursiert, ist erst sehr, sehr neu. Da hat ein YouTuber, der mit Erdogan sympathisiert, einen sehr
kurioses Video hoch. So eine Frauen und Kinder ermordet, menschliche Katastrophe. Hört mir doch auf mit diesem Quatsch, Mann. Propaganda von oben bis unten. Geladen. Das haben die beiden mir vorhin gezeigt. Ich kannte es selbst noch nicht. Wenn ich den Link finde, packe ich ihn euch in die Infobeschreibung. Müsst ihr euch mal angucken. Es versetzt einen in Staunen. Wenn man es sich hier anguckt, dann kann man was dazu sagen. Was willst du denn noch dazu uns mitteilen? Also ich finde, es ist einfach lächerlich, was er da, wie er sich äußert. Er behauptet in dem Video, dass nur Menschen, die selbst... Ich spreche von dem Moderator in dem Video. Dass nur Menschen, die selbst eine Waffe in der Hand halten, getötet werden. Dabei gehen unschuldige kleine Kinder auf, zugrunde. Also was wir hier als Ausnahmezustand ist da Dauerzustand. YouTuber oder was auch immer, wie er sich im Video äußert, ist einfach nur lächerlich, da er, es widerspricht sich alles selbst. Er sagt, dass nur Leute, die selbst eine Waffe in der Hand halten, getötet werden. Und ich bezweifle, ich wage es anzuzweifeln, dass kleine Kinder auf der Straße im Alter von 2 Jahren eine Waffe in der Hand halten und sich gegen die Soldaten stellen. Die sind unschuldig, die können nichts dafür, die wissen, können, die verstehen ja noch nicht mal was. Es ist verdammt traurig und mir tut es auch für euch beide und für eure Familien immens leid und deshalb großen Respekt von meiner Seite an euch beide, dass ihr heute euch bereit gefunden habt, mit mir in dem Video drüber zu reden. Es ist ein sehr, sehr brisantes Thema, hat euch sicherlich auch einiges an Überwindung gekostet, darüber zu sprechen. Alle wichtigen Links und Informationen, genau wie die Quellen, packe ich euch unten in die Infobeschreibung und wenn es euch gefallen hat und ihr es sehr, sehr interessant fandet, dann würde ich mich über einen Daumen hoch und natürlich auch über einen Kommentar freuen und folgt der Jasmin gerne mal auf Instagram und der Rojin, wenn sie noch einen Instagram-Account hat, auch gerne. Da werdet ihr auch natürlich auf dem Laufenden gehalten über die neuesten Entwicklungen in dieser ja, sehr, sehr traurigen Situation im Norden von Syrien. Danke an euch fürs Zusehen, habt noch einen schönen Tag und nehmt was mit aus dem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.